So, hallo und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Meinungsbett, was immer wieder auf der Runde Olympus. Ich vergesse immer wieder, wenn ich hier in der Runde schon diese Scheißrunde heißt. Aber das macht ja jetzt halt auch nichts, weil ich muss jetzt wirklich auch alles vorproduzieren, weil ich halt wirklich etwas über eine Woche nicht da bin. Deswegen produziere ich die ganzen Videos jetzt hier vor und hoffe, dass das nicht schlimm ist, wenn das jetzt hier mal etwas auf Zack ist, sage ich direkt mal. Auf jeden Fall geht es heute um ein Thema, was ein anderer deutscher Musikkanal mal vor einiger Zeit angesprochen hat in einem Video. Es ist schon etwas länger her. Ich wollte das Video auch eigentlich eher machen, nur ich habe es nicht auf die Kette bekommen, dass ich das so taktisch hinbekomme und den Plan gemacht habe. Und das Thema war eigentlich, was ist irgendwann mal? Und zwar ging es in dem Lied darum, dass heute alles noch von Noten bestimmt wird und alles nur noch darum geht, was man jetzt so quasi macht und dass das später vollkommen egal ist. Ja, und dazu muss ich sagen, es stimmt natürlich zum großen Teil, dass viel zu viele Leute nur noch auf Noten achten, was natürlich auch auf keinen Fall so sein soll, weil Noten haben hier gar nichts mit Intelligenz zu tun, muss man dazu ganz klar sagen. Jetzt ist die Frage, wenn ich mich da jetzt hinbaue, bin ich doch gleich schon wieder runter. Ich kenne mich ja, aber noch habe ich... Er hat einen Knockback-Stick. Das ist scheiße, wenn er mich jetzt hier... Ja, er hat es mich geschafft, hier runter zu kicken, aber den einen haben wir uns geholt. Nein, aber ich finde auch, dass heute viel zu viel auf Noten geachtet wird. Auch wenn jemand nicht so gute Noten hat, wird man auch heutzutage schon von vielen Lehrern einfach als dumm abgestempelt, was einfach nicht so sein sollte. Denn, wie gesagt, Noten haben überhaupt nichts mit der Intelligenz zu tun. Man kann auch mit einem Hauptschulabschluss viel schlauer sein als jemand mit einem Abitur. Das hat damit nichts zu tun. Das heißt quasi nur, dass man das Schulsystem verstanden hat und das Schulsystem insofern zu sich biegen konnte oder das Schulsystem einfach auf einen ausgelegt ist. Wie man halt selbst ist. Okay, das war klar erstmal wieder, dass mal sofort mal wieder jemand kommt. Blöcke kann ich jetzt langsam mal auch meinen Stack holen. Gut, ich wollte gerade gucken und raufgehen, aber das hat sich jetzt erübrigt. Mein Knockback-Stick. Komm, hol ich mir die Waffe mal eben schnell, die etwas bessere, wo zumindest Sharpness drauf ist auf dem Holzschwert. Ja, jetzt kommen aus irgendwelchen Gründen, ich hoffe nicht, weil ich gerade in der Mitte war, alle zu uns. Obwohl das, ja, ich weiß, das könnte ich. Ja, ich habe doch noch ein bisschen bessere Ausrüstung als er, deswegen wäre es bei mir viel zu schade, einfach nur dumm drauf zu gehen, komme ich fazitmäßig. Ja, schaffst du es denn da? Warten wir doch auf ihn, das macht doch rein gar nichts. Aus hier oben schon. Oh! Das Bett besser einspawnen war auch eine schlaue Idee. Im Endeffekt hätte es auch nichts ausgemacht, hier oben auf ihn zu warten, sage ich jetzt mal. Aber das war ja gerade nicht von mir. So. Mal gucken, ich habe wirklich wieder neu equipped und ich finde das auch schade, dass das System heutzutage so abgeändert wurde, dass wirklich alles nur nach Noten geht. Ich meine, man hat ohne einen perfekten Schulabschluss kaum noch Chancen. Ja, ich weiß, dass das jetzt nicht so... Ja, er hat sich schlau hingestellt, er hat es geschafft, sich schlau hinzustellen, aber... das ist halt immer so ein bisschen, wenn man alleine in die Mitte rusht. Und die anderen hier einen auf Berg... Ja, ich brauche selber zumindest zwei Eisen. Machen wir jetzt mal. Und die kann ich. Ja, geht doch. Die kann ich wirklich gut gebrauchen. Jetzt hat die eine schon einen Bogen. Das bringt uns nur nicht viel, wenn wir die anderen in die Mitte lassen. Ja, weil ich finde jetzt auch, das, was ich jetzt hier gerade mache, diese Standardrüstung, die viele halt nicht machen, aber naja, ich mache es immer wieder. Ich finde auch zum Beispiel Lederrüstung, wo viele sagen, mit einer Zeit nur brauchen wir nicht. Finde ich eigentlich. Die kann im Endeffekt schon noch was verursachen. Glas. Ach, Glas kann man noch machen. Essen, so, Essen. Nee, aber um das System möchte ich halt gar nicht gut reden. Und das sollte man auch tunlichst vermeiden. Auch wenn die gute Noten haben sollten, das vielleicht vermeiden. So. Weil im Endeffekt hattet ihr vielleicht Glück und habt das System verstanden. Andere haben es nicht verstanden. Deswegen
Eigentlich ist das Schulsystem ausbeuterisch und scheiße in Deutschland. Ich meine, hier haben sogar Lehrer die Möglichkeit, halt Schüler zu bevorzugen, wenn wir mal ehrlich sind. Das geht in anderen Ländern auch nicht. Geht's auch, aber nicht halt so extrem und nicht so leicht wie hier. Turn us to thousands, and we'll